Also, my friends, es ist soweit. Squad Battles Rewards. Dieses Mal, anders als letztes Mal. Letztes Mal haben wir ja Gold 1, weil ich komplett verschissen habe, das fertig zu machen. Gold 1 erreicht. Aber dieses Mal war euer Mieser fleißig und... Du verarschst mich in meinem Leben. Das ist jetzt nicht passiert. Ich hatte 3000 Punkte Vorsprung. Ich hatte 3000 Punkte Vorsprung, Leute. Ich habe gegrindet und gespielt und dachte mir, das reicht safe. Jetzt bin ich... Okay, das ist jetzt... Das muss ich jetzt mal ordentlich verdauen. Oh mein Gott, Leute. Ihr seht an meinem schockierten Blick, dass ich felsenfest davon überzeugt war, dass ich Elite habe. Oh mein Gott. Das wird mir nie wieder passieren. Ich bin so ein Vollidiot. Das... Ich habe nicht nachgesehen halt. Ne? Wir haben gezockt halt die ganze Zeit. Ich hatte 3000 Punkte Puffer. Dachte mir, das reicht safe. Ach, scheiße, Mann. Naja, wir zahlen Lehrgeld. Ach Gott, das ist so dumm, Mirza. Naja, vielleicht haben wir ja, vielleicht ist es ein Zeichen. Ach Gott. Naja, it is what it is, würde ich sagen, oder? God damn it, guys. Es tut mir echt leid. Ah, ich bin so dumm. Naja, vielleicht gönnen die jetzt erst recht. Du sagst es nur sie. Vielleicht gönnen die jetzt erst recht. Wir fackeln noch nicht lang. Was ist denn das Billigste hier? 6 seltene, das hier, oder? Ne, Jumbo Premium Gold Pack ist halt immer Arsch. Ne? Das sind ja, was für Scheiß-Packs das sind, Leute. Ganz ehrlich. Dort hätte ich ein Megapack gehabt und 2 Premium Gold Spieler Packs. Was ist denn ein Prime gemischtes Spielerset und ein Jumbo Premium Gold Pack im Vergleich zu einem Megapack und 2 Premium Gold Spieler Sets? Jetzt mal ehrlich. Naja. Lass uns mal hier auch machen. Ja, lass uns das zuerst auch machen, so scheißegal. Oh, it is so schmerzing. Dafür Icon, ne? Ja, ja. Absolut dafür Icon. Tell. Wenn die gönnen wollen, dann gönnen sie. Das stimmt. Das stimmt. Also es kommt nicht immer nur darauf an, was es für Packs es sind. Es kann auch einfach gegönnt werden, ne? Aber das nenne ich mal keine Gönnung jetzt. Das war No-Gönnung am Start. Naja, Jumbo Premium Gold Pack ist das zweite. That's a real Schmerz. Ja, Schmerz in the Hurts. And the safe Dummheit in the Hurts. So, Jumbo Premium Gold Pack, my friends. Oh, im Himmel, Alter. Wie kann man so kaputt sein? Jumbo Premium Gold Pack. Max. Max. God damn it. Wow. Ey, this is so schmerzing. Das darf mir halt eben nicht passieren, Leute. Das darf mir halt eben nicht passieren. Versteht ihr? Schmerz in the Hurts, aber nichtsdestotrotz ein Premium Goldspieler Pack. Da kann immer was kommen. 3 seltene, immerhin. Immerhin 3 seltene Spieler drin. Also, what is happening? Mach mal auf. Mach mal auf. Immerhin, Leute. Na, hallo. Ja, absolut. Der Hammer. Ja. Ach du heiliges Posaunenrohr. Oh Mirza, was hast du getan? Nein, Junge. Zum Abschluss möchte ich noch kurz ein Feedback geben zu meinem Squad. Euch mal die Statistiken zeigen, wie viele Tore und so weiter. Und ein kurzes Feedback, wer mir sehr gut gefallen hat und wer mir weniger gut gefallen hat und wie mir das Team grundsätzlich gefallen hat, okay? Das machen wir jetzt noch, weil, einfach weil ich jetzt gerade das beste Gefühl habe, ne, und ich denke mal auch die beste Meinung sagen kann zu dem Squad, was mir aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist und deswegen da nochmal jetzt in die Richtung nochmal ganz kurz ein paar Inputs. Also wir haben ja hinten die Defensive, die war ja immer gleich, ne? Das heißt hier Castiel, absolut Maschine, ne? Dann die beiden hier auch stark. Alaba ist echt ein guter Verteidiger, aber er ist jetzt kein Weltklasse-Verteidiger. Das spürt man einfach. Und bei Klostermann ist es das Gleiche. Eine tolle Defensive hatte ich jetzt, wirklich. Klostermann hat auch einen guten Job gemacht. Ich meine es ernst. Aber du spürst einfach, wenn dann irgendwann Mbappé und so weiter kommt, dann wird es richtig, richtig eng. Und wir hatten einige Situationen, wo es super eng wurde mit den beiden. Da muss einfach Besserung in Kürze her, sonst wird das einfach irgendwann absolut Engheit sein Urgroßvater. Hier, in dem Fall Semedo. Auch top. Die beiden waren ja so wichtig, weil sie so beweglich sind für die Flügel. Also beide super beweglich. Wir konnten sie mit unserer neuen Taktik halt extrem gut einsetzen. Ne?
weil wir die Außenverteidiger jetzt überlaufen lassen. Beweglichkeit bei den beiden, die haben sogar Tore geschossen, beide. Schau mal, Semedo hat eins gemacht und sechs Vorlagen, aber er, der Kollege, hat sogar zwei gemacht und sechs Vorlagen. Ich kann mich erinnern, ich habe vor kurzem ein Tor gemacht mit Davis. Genau. Also die beiden auf jeden Fall nice, ne? So, dann, was waren die Neuzugänge hier? Einmal Goretzka, dann einmal Aubameyang und Sterling. Fangen wir mal am besten mit Sterling an, Leute. Ich finde, ehrlich, meine Meinung, also schaut euch mal die Statistik an für Sterling, Squad Battles und Weekend League. 44 Spiele, 22 Tore, 33 Torvorlagen. Mehr als eine Torbeteiligung pro Spiel. Und ich finde, Sterling ist ein absolut heftiger Flitzer, der seine Flitzerrolle am Flügel extrem geil ausfüllt. Besser als Son. Besser als Son. Ich habe beide gespielt. Ich finde ihn besser am Flügel als Son. In der Mitte, Son wahrscheinlich krasser, aber am Flügel füllt er das richtig gut. Für 100k oder was das kostet da jetzt, echt ein geiler Typ, tatsächlich. Also bekommt auch von mir eine absolute 1 erstmal, wirklich. Der hat seinen Job einfach so geil gemacht, das muss ich echt sagen. Auf der anderen Seite, Adama war immer gut. Und jetzt aber im Vergleich zu Sterling, habe ich schon das Gefühl, okay, irgendwann merkt man, Adama wird's eng. Bei Adama wird es eng. Er ist immer noch super, schau mal hier. 165 Games, treuer Spieler, 34 Tore, 56 Torvorlagen. Aber langsam wird es bei ihm ein bisschen eng. Das spürt man schon, ne? Das spüre ich, ne? Und da wird da irgendwann ein anderer. Guck mal, Bersten, so geht das nicht weiter. Vielleicht Gareth? Ich weiß nicht. Lukas? Ich weiß nicht. Also, ihr könnt gerne Vorschläge reinschreiben, ne? Wen könnte man statt Adama holen? Das ist einmal das, aber schlecht vorher auf gar keinen Fall, ne? So, dann hier. Goretzka. Leute. Goretzka war ein absoluter Topmann, Alter. Na, er hat ja bei mir meistens in die Verteidigung absinken gespielt. Deswegen hat er defensiv sehr viel gemacht. Aber super präsent, groß, stark. Pässe waren gut, hat auch einige Tore geschossen. Aber eben wenig Torbeteiligungen, weil er eben vor allem defensiv gearbeitet hat. In Verteidigung absinken. Das Ganze findet ihr im neuen Taktik-Tutorial dann. Ne? Was genau das bedeutet mit in Verteidigung absinken. Flügelspieler, krasse Taktik von mir. Heftig, ne? Heftig. Und an sich wirklich top. Ich denke, da haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Besser als Kimmich. Passend für unser Spiel. Goretzka. Weiß ich, gebe mir 1 Minus bisher hin. Ne? Also es hat schon gepasst. Goretzka. Und dann, in dem Fall, Fred. Fred hat sich gesteigert. Ohne Witz, Fred hat sich gesteigert. Es ist halt einer, wo du noch ein bisschen das Gefühl hast, dem fehlt leicht der Boost. Wenn du mal laufen möchtest, wird es manchmal ein bisschen eng mit ihm. Aber schau mal bitte. 91 Spiele, 9 Tore, 40 Torvorlagen. Sehr quirlig. Echt Maschine. Aber langfristig wird es da wahrscheinlich auch ein anderer werden. Müssen wir mal schauen. Aber bisher bin ich recht zufrieden mit ihm. Und er bekommt auch eine 1 Minus bisher von mir. Aber tolles Team, wirklich. Das Team hat sich echt gut spielen lassen. Und vorne Rashy Boy, also Rashford hat geglänzt in dieser Weekend League. Alter, Rashford war in dieser Weekend League absoluter Zerberster. Schau mal bitte, 91 Spiele, 108 Tore, 66 Torvorlagen. Der hat komplett rasiert. Vor allem mit den zwei Spitzen vorne. Auf der linken Seite als Stürmer. Rashford hat so rasiert. Alter, ist wirklich wie R9 gefühlt. Heftiger Spieler, der glatte 1. Absolute Maschinenhaftigkeit, Leute, kann ich euch von Herzen nur empfehlen. Danke, Sarah hat geregelt hier mit Player Pick. So geil, Leute, beste. Ohne Rashi wäre no Party, ne? And Aubameyang, Aubameyang, habe ich mir fürs Ende aufgespart, my friends. Ihr habt ja alle gesagt, mir sagt, do you think that Aubameyang is better, maybe Rashford, maybe Werner in the Spitz, ne? Maybe Werner in the Spitz is better than Aubameyang. Nein, Leute, ich weiß nicht, wie Werner ist, aber Aubameyang, jetzt mal ehrlich. Aubameyang, richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Schaut euch einmal seine Stats an. 44 Spiele, 73 Tore, 29 Torvorlagen. Das ist ein sexy Ergebnis, Leute. Wirklich, very, very sexy. Super schnell. Also, er vor allem in die Lücken. Wenn die Lücke da ist, der läuft rein. Dreieck und vorbei ist die Geschichte. Na, Ende, da kommt nichts mehr hinterher. Muss man einfach sagen. Super Spieler, wirklich, super Spieler. I'm absolutely very zufrieden, how I was playing. Vor allem die letzten 15 Games lief so geil. Ja, das ist ungefähr das Feedback. Also, geiles Potenzial. Tolles NGU to Glory Team, das wir hier haben. Mit viel, viel Potenzial noch deutlich krasser zu werden. Ich freue mich. Wird super. Dankeschön für die Unterstützung auf jeden Fall. Ne?